Braunschweig, 29.05. Mit einem Gullideckel zertrümmern die Einbrecher die Scheibe eines Juweliers im Steinweg. Innerhalb weniger Sekunden richten sie einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Juwelierfamilie Selçuk ist noch Tage nach der Tat erschüttert. Das reißt so viele Mauern irgendwie von Sicherheit einfach nieder, weil man denkt, welche Grenzen werden noch übergangen. Man fühlt sich dann nicht mehr sicher. Und als wir reinkamen, das war wie eine Bombe eingeschlagen hier. Lag alles in Scherben und kaputt und alles überall durcheinander. Und ich war erstmal voll fertig, musste mich hinsetzen und dann erstmal, ja, ehrlich gesagt, habe ich geweint. Die zwei Täter gehen gezielt vor und plündern nur bestimmte Schmuckstücke aus der Auslage. Hier in der Ecke war das Gold und genau in die Ecke sind sie halt auch reingegangen. Die müssen sich das auch vorher angeschaut haben, die wussten auch, ne? Die sind nicht wahllos. Hier in der Mitte hätten sie mehr Silber erwischt und da hätten sie gar kein Gold erwischt, aber die sind wirklich definitiv nur in diesem Bereich und die wussten, wo sie was zu holen haben. Mit durchdrehenden Reifen fliehen die Einbrecher gegen 3.45 Uhr. Nachbar Zetin Kara wohnt gegenüber. Ich habe das da oben gesehen, von da oben aus. Und filmt die lautstarke Flucht mit seinem Handy. Sah alles sehr professionell aus, halt mit Fluchtfahrzeug, laufendem Motor. Und dass es auch so schnell ging. Also ich denke, Amateure sind nicht so schnell. Das ging alles so schnell. Innerhalb von 40 Sekunden, denke ich, war die Scheibe eingeschlagen und ja, dann waren sie auch wieder weg. Also Amateure sind nicht so schnell, kann ich mir nicht vorstellen. Die Polizei fahndet nach zwei der drei Täter. Einen Täter konnten sie bereits festnehmen. Sie sind direkt an der nächsten Kreuzung verunfallt, mit einem Audi zusammengestoßen. Dieser wiederum wurde in ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Aus dem Täterfahrzeug sind drei Personen geflüchtet. Diese werden beschrieben als ca. 1,75 bis 1,80 groß. Einer trug eine dunkle Jacke und ein Basecap in Weiß. Einen Teil des erbeuteten Schmucks konnte die Polizei sicherstellen und der Juweliersfamilie zurückgeben. Die Reparatur der kaputten Scheibe wird wahrscheinlich noch einige Wochen in Anspruch nehmen.